US-Präsident Donald Trump ist zweifelsohne eine Person, die die Gemüter scheidet. Wie lautstark es dabei zugehen kann, zeigte sich am Montag vor dem Buckingham Palace in London. Während Trump und seine Frau im Palast Zeit mit Queen Elizabeth verbrachten, kamen seine Anhänger und Kritiker vor dem Palast ins Gespräch. Trumps Fans hier links im Bild, deutlich in der Überzahl und ausgestattet mit britischen Flaggen und Trumps Wahlkampf-Cappy, argumentierten mit Trumps Wirtschaftspolitik, die ihrer Meinung nach bei den Bürgern für höhere Einkommen sorgt. He has created 6 million jobs. He slashed taxes. People have got more money in their paychecks. Trumps Gegner kritisierte hingegen, wie der Präsident Immigranten, Minderheiten und Frauen behandle. Die Unterhaltung wurde schließlich von der Polizei beendet.